Wenn er trank für Österreich. Das war, das stimmt. Dass Fiegel den Staatsvertrag ersoffen hätte, ist mittlerweile von Historikern widerlegt. Belegt hingegen ist die Kukuruzwette mit Nikita Chruschtschow. Es ging darum, ob in Rust oder in Russland der bessere Mais wachse. Fiegel hat die Wette gewonnen. Den Wetteinsatz, ein Schwein, hat er allerdings nie erhalten. Allerdings, so wie man keine Eulen nach Athen bringt, importiert man auch keine Schweine ins Tulnerfeld. Vom trinkfesten Leopold Fiegel zur, der Legende nach, staatsvertragsbildenden Ursubstanz, dem Wein. Und hier im Tulnerfeld findet man durchaus ein Tröpferl, das mittlerweile in seinem Segment Weltgeltung erreicht hat. Und das ist der grüne Veltliner. Obwohl fleißig in viele Länder exportiert wird, es bleibt noch genug für die gemütlichen Buschenschanken im Tulnerfeld. Auf 770 Hektar wird im Traisental Wein angebaut. Und was diesen Wein zu etwas Besonderem macht, weiß ein Berufener. Wir befinden uns da direkt über unserem Weinkeller in der Gemeinde Traismauer. Und was wir hier sehen, ist einfach die Geologie des östlichen Traisentals. Wir haben am östlichen Ufer des Traisentals in erster Linie Meeressedimente, die entstanden sind durch ein Meer, das eben vor vielen Millionen Jahren hier sich befunden hat. Und die Muschelkalke, diese Meeressedimente, haben sich hier einfach wunderschön aufgeschichtet. Und ich sage immer, was man schön sieht hier an diesen Plätzen, dieses leicht schwingende, das wogende des Meeres, findet man jetzt noch in den Abrissen, in den Hohlwegen. Was ich da in der Hand habe, ist so ein Meeressediment. Das ist zwar ein sehr festes, kompaktes Gestein, das hier sehr kompakt steht und wo eben die Keller direkt in den Stein hineingegraben werden. Wenn die aber an die Oberfläche kommen und verwittern sie zu einem sehr feinem, sandigen Produkt, das dann wirklich schön zerfällt und wo die Rebstöcke einfach ganz leicht durchwurzeln können. Die Auswirkungen auf unseren Wein sind insofern wichtig, weil diese Muschelkalke extrem kalkreiche Böden eben hervorbringt und dieser Kalkgehalt im Boden macht die Weine sehr, sehr, sehr kompakt, sehr streng vielleicht in der Jugend, aber mit einem unheimlich guten Lagerpotenzial. Das heißt, wir haben dadurch Weine, die vielleicht ganz früh im Frühjahr noch nicht so duftig in der Nase sind aber von der Lagerfähigkeit her vielen anderen Weinen weit voraus. Also das Traisental macht im Allgemeinen wirklich aus, dieser hohe Kalkgehalt in den Böden. Zwar ist das Traisental das kleinste und jüngste Weinbaugebiet Niederösterreichs, aber diese Aussage gilt nur, wenn man in neuzeitlichen Wein- und Agrarmarktkategorien denkt. Geschichtlich erwiesen ist, die Traisentaler haben für den Weinbau nicht einmal das Eintreffen der Römer abgewartet, sondern bereits in der Bronzezeit ihr eigenes Tröpferl gekeltert. Impressionen aus den Formationen des Urmeeres. An manchen Stellen finden sich auch heute noch Salzeinschlüsse aus dieser Zeit. Wildtiere wissen das. Hier eine Stelle, an der Rehe ein Loch gegraben haben, um ihren Salzbedarf zu stillen. Das Traisental ist auch Zentrum einer Modellstudie für den Weinbau in ganz Österreich. Hier wird, begleitet von Universitäten und namhaften Forschungsstellen, untersucht, wie der CO2-Ausstoß bei der Weinerzeugung verringert werden und was der Weinbau zum Klimaschutz beitragen kann. Ein großer Brocken bei den Treibhausgasen liegt halt im Bereich der Pflanzenernährung. Und da müssen wir einfach versuchen, komplett andere Wege zu gehen. Es ist heute nicht notwendig, mit Dünger etwas in den Weingarten zu bringen, was eigentlich der Weingarten mit der richtigen Mischung an Pflanzen, an Kräutern, an Klee, Blumen, die man ansehen könnte, eigentlich selber machen kann. Also wir werden
eben im Besonderen uns fürs nächste Jahr auf den Boden konzentrieren und da unsere Böden aus einem Dasein herausholen oder unsere Weingärten aus einer Situation herausholen, wo ich, wenn ich das böse bezeichnen würde, einen Junkie wieder ins Leben zurückzuholen. Also mit den, dass die Pflanzen, die im Weingarten wachsen, in eine Symbiose eintreten mit dem Rebstock und dass sie das System wieder von selbst ernähren kann. Und da fehlt im Weingarten nicht viel. Das ist wahrscheinlich der Weingarten einer der wenigen Kulturen, die optimal für Permakultur geeignet sind. Und das gehen eben wir Winzer im Traisental in einer Arbeitsgruppe, die sie nennt Sustainable Wine Growing, also den nachhaltigen Weinbau für die nächsten Jahre hier an. So wie bei diesem Winzer in Traismauer findet man allenthalben gemütliche Buschenschanken, in denen sich der terroir-typische grüne Veltliner und der ihm um nichts nachstehende Riesling verkosten lassen. Ein Picknick im Weingarten, das ist so bodenständig wie der Wein. Und auch hier begegnet man wieder dem Tullnerfelder Schwein in seiner schönsten, der veredelten Form. So schmeckt das Tullnerfeld, heißt es dann im Fremdenverkehrsprospekt. Aber die Gaumenfreuden lassen den Besucher über derlei kleine Formulierungsschwächen gnädig hinwegkauen. Auf dem Weg in den Weingarten kommt man an einem sogenannten Erdstall vorbei. Erdställe, wahrscheinlich im Mittelalter entstanden, gelten europaweit nach wie vor als ungeklärtes Rätsel der Geschichte. Kulthöhlen, Verstecke in Kriegs- und Krisenzeiten, wo wenig Erkenntnis herrscht, ist umso mehr Platz für Spekulation. Der Winzer Hans Schöller hat dazu seine eigene Theorie. Ja, wir stehen da in einem Erdstall. Wie ist der entstanden? Meine Erklärung ist die, dass unsere Vorfahren diesen Löss dazu verwendet haben, die mageren Böden aufzudüngen. Und zwar ist dieser Löss sehr kalk- und nährstoffreich. Und daher sind unsere Weine, und vor allem der grüne Veltliner, die haben also dieses gewisse Rückgrat und dieses gewisse Finesse. Und das ist also der Lössboden. In den letzten Jahrzehnten wurden diese Erdställe dazu verwendet, dass die Winzer, wo es noch keine Traktoren gegeben hat und die Winzer den ganzen Tag im Weingarten waren, haben sie halt einen Trunk in den Erdstall reingestellt, weil da hat es immer sehr kühle Temperatur. Und in den Kriegsjahren haben natürlich auch solche Erdställe als Unterschlupf gedient. Ein bisschen gefährlich ist schon, weil wie man da sieht, ist erst in den letzten Monaten da ein Einsturz passiert mit sehr vielen Kubikmeter Material, die da runtergekommen sind, weil einfach doch der Löss sehr instabil ist. In Arenberg befindet sich die längste Kellergasse Österreichs. Und auch das ist eine Rarität. Sie ist ganzjährig darauf eingerichtet, Besucher mit Speis und Trank zu versorgen. Das Modell der Aussichtswarte im Inneren dieses Dopplers, dem guten alten österreichischen Doppelliter, ist keine Manifestation einer deliranten Vorstellung, die durch das Leeren desselben entstanden ist, sondern im Wein liegt in diesem Fall die Wahrheit, die Nachbildung der Korkenzieherwarte, dem neuen Wahrzeichen der Gegend. Der Aufstieg der 15 Meter hohen Aussichtsplattform ist einem Korkenzieher nachempfunden. Wer davon keine Schwindelgefühle bekommt, den erfassen sie spätestens beim atemberaubenden Ausblick über das Tullnerfeld. Weinbegleiter und Begleiterinnen sind keinesfalls Menschen, die den Besucher bei fortgeschrittener Trunkenheit aus dem Keller tragen. Sie sind Führer durch die Rebstockkulturen, die Wissenswertes über den Wein erzählen. Zur Arbeit des Winzers, das kann man auch gleich schön erklären, die zieht sich natürlich rund ums Jahr. Das heißt, im Winter ist eine kurze Ruhephase, dann beginnt bereits der Schnitt der Weinstöcke. Gibt es natürlich verschiedene Philosophien. Die meisten schneiden halt auf zwei Strecker oder einen Strecker, damit die dementsprechende Anzahl an Trauben pro Stock gekeltert werden kann. Im Sommer oder im Frühjahr zuerst einmal, wenn der Wuchs beginnt, müssen die Reben in den Draht verstaut werden. Dann gibt es Ausbrocken, vorher Jäten. Und im Sommer über dann, wenn die Laubwand noch höher hinaufwächst,
abwipfeln und so weiter. Und im Herbst ist natürlich die prächtige Jahreszeit, wo es zur Ernte geht und die Winzer halt den Lohn für ihre Arbeit bekommen. Der Herbst wird ja nicht umsonst als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Der Weinherbst, die Pracht und die Ernte und das Verkosten ist einfach das Schönste daran. Und wenn man es hautnah erlebt, ist das natürlich besonders gut. Warte, mach das. Ich mach das. Boah, der Traubensaft, der wird aber dann gut schmecken. Ja. Da kannst du es reinschmeißen. 18 ausgebildete Weinbegleiter und Begleiterinnen gibt es derzeit, die bereit sind, den Wissensdurst des önologisch Interessierten zu befriedigen. Und selbstverständlich folgt nach der grauen Theorie auch eine praxisbezogene Erforschung der Tulnerfelder Kreszenzen in einem Weinkeller oder einer Buschenschank. Einen äußerst exotischen Weingarten findet man am Tulbinger Kogel am Rande des Wienerwaldes. Nach den Sommelier-Weltmeisterschaften im Jahr 1998 wurden hier Weinstöcke aus 30 Nationen gepflanzt. Die Trauben werden gleichzeitig gelesen und gepresst. Also kein Cuvée, sondern der traditionelle gemischte Satz. Der Wein zeigt sich sehr facettenreich, dadurch, dass die Reifestadien der gelesenen Trauben sehr unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben durchaus die Frische von etwas unreiferen Sorten und die überreifen Sorten mit einem fruchtigen Schmelz, den wir beides in diesem Wein finden. Es sind einige Länder, die selbst keinen Weinbau betreiben, wie Norwegen und Schweden. Für diese haben wir Patenschaften gesucht von berühmten Champagnerhäusern. Aber Island, Irland und ähnliche Länder haben sehr wohl, manchmal auch sehr bescheidenen Weinbau. Am schönsten präsentiert sich der Wein hier, der St. Laurent von Österreich. Das ist die österreichische Zeile. Und das Kurioseste ist, glaube ich, der Koshu aus Japan, der allerdings bei uns, muss ich zugeben, nicht besonders gut gedeiht. Irland, Island und Japan als Weinbauländer. Das ist zweifelsohne ungewöhnlich. Aber Kenner zollen dem internationalen gemischten Satz, mittlerweile werden davon etwa 200 Flaschen gewonnen, durchaus Anerkennung. Und für eines ist der Tulbinger Kogel auch noch berühmt. Für seine Diner historique, seine historischen Galadinés. Ausgangspunkt für diese kulinarischen Zeitreisen war die Leidenschaft des Hausherrn für historische Kochbücher. Mittlerweile besitzt er eine der schönsten Sammlungen Österreichs. Das Mittelalter war uns etwas zu exotisch. Wir haben dann den Barock studiert. Der Barock ist sehr, sehr aufwendig. Man hat 200 Speisen serviert bei einem Gastmahl. Und nach dem Barock kam dann die Welle der Bescheidenheit, der Rokoko. Und man hat nur mehr 30 bis 40 Gerichte serviert. Das hat uns gefallen, das haben wir nachvollzogen. Deswegen haben wir uns um die Zeit um 1790 eigentlich auf diese Zeit konzentriert. Auch die Serviervorschriften der damaligen Zeit werden dabei eingehalten. Serviert werden also 3 Trachten. Jede Tracht besteht aus 10 Speisen, die auf 4 großen und 6 fliegenden Platten gereicht werden. Reifröcke und gepuderte Perücken sind bei diesen Diners allerdings nicht mehr obligatorisch. Das Nachkochen der Rezepte verlangt Mut, Kreativität und kulinarischen Spürsinn. Denn Kochbücher der damaligen Zeit sind mit den deppensicheren Anleitungen von heute nicht zu vergleichen. Die Rezepte dieser Zeit sind ja ohne Maßangaben und sind nachzuempfinden. Das heißt, es steht dort, nimm Lungenbratel oder irgendein Fleisch und tu's in die Kasserolle. Das heißt, man muss schon mal kochen können, um überhaupt diese Bücher verwenden zu können. Was interessant ist, sind eigentlich die Zusammenstellungen, die zum Teil heute verloren gegangen sind. Es ist zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit bei manchen Gerichten, den Fisch mit Zimt und Zucker zu würzen, was übrigens großartig schmeckt, und ähnliche Besonderheiten. Und so wird aus alten Büchern, die in Bibliotheken bestenfalls den Bücherwurm kulinarisch erfreuen, ein Stück lebende Geschichte.
und zum 150. Mal hat ein Diner historique stattgefunden. Bleiben wir bei den feinschmeckerischen Highlights